Was ich am Wein so besonders finde, ist, dass es niemals gleich ist. Also der gleiche Jahrgang, gleiche Rebsorte, verschiedene Lagen kann komplett unterschiedlich sein. Oder auch selbst wenn alles gleich ist, im Prinzip die gleiche Grundmaterial ist, aber im Keller halt ein bisschen anders da ausgebaut, es sind zwei verschiedene Weine. Starke Frauen. Ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo von Nina Anna Beckmann und Moni Münch. Hey Nina. Hallo Moni. Sag mal Nina, wann machen wir eigentlich endlich mal wieder so einen richtig schönen Federweißerabend? Da müsste doch jetzt schon bald wieder die Saison losgehen, oder? Also da bin ich sofort dabei, aber wann es losgeht, das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, das schwankt, je nachdem wann die Ernte beginnt und wie gut sie ausfällt. Aber ich weiß jemanden, den wir fragen können. Ja, ich auch. Deswegen komme ich doch auf den Federweißer, weil wir heute eine junge Winzerin besuchen, die Luisa Simon aus Alzenau-Hörstein. Richtig, und die Luisa Simon hat gerade einen super Abschluss gemacht, und zwar als staatlich geprüfte Technikerin in Weinbau und Önologie. Für uns doppelt spannend für unsere starke Frauenserie, weil Weinbau ist immer noch eine Männerdomäne. Das habe ich mir auch fast gedacht. Aber Frage vorweg, Nina, was ist Önologie? Ja, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Ich habe es gegoogelt. Önologie heißt Kellerwirtschaft, also Keltern und Ausbau des Weins. Aber weißt du, Luisa kann uns da bestimmt mehr drüber erzählen. Und außerdem kann sie uns noch das Weingut ihrer Familie zeigen. Also so ein Besuch auf dem Weingut, ja, klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Würde ich sagen, ab nach Hörstein. Hallo Luisa. Hallo, ich heiße euch herzlich bei uns willkommen. Schön, dass wir hier sein dürfen. Genau, auf dem Weingut deiner Eltern, Weingut Simon. Wollen wir vielleicht erstmal anstoßen? Wenn wir jetzt ja, hier schon wobei man dazu sagen muss, wir wollten Federweißen, den gibt es natürlich noch nicht, aber wir dürfen nicht jetzt Luisas Premiere probieren. Ne? Ja. Probieren gerade mal. Sehr gut. Angefasst, das Glas, ich merke es schon. Ja. Ich auch. Ja, das muss man immer drauf achten, wie man es macht, weil es ist schon ein Unterschied. Ja, schön am Stiel haben wir gerade gelernt, ne? Mhm. Weil die Hände riechen. Oh, der ist sehr, sehr gut, Luisa. Mhm. Ja. Freut mich, ja. Allerdings, das ist so eine der Weine aus der Schatzkammer, weil den gibt es jetzt aktuell noch nicht mehr. Den hatte ich 2018 gemacht und der ist aber schon ausverkauft. Der war schon sehr beliebt, aber ich habe halt noch keinen Nachfolger davon gemacht. Mhm. Luisas Premiere heißt er, weil er dein erster Wein war. Der erste, wo ich hauptverantwortlich war. Also da durfte ich entscheiden, was gemacht wird. Mhm. Gut, aber bevor wir jetzt total schon in medias res einsteigen, fangen wir jetzt mal richtig an mit dem Podcast. So wie wir normalerweise anfangen, wenn wir keinen Wein zu trinken kriegen. Mit unseren drei Fragen. Die erste, was macht eine starke Frau für dich aus? Eine starke Frau sollte schon mal ein bisschen selbstständig sein. Man nicht nur auch mal was selbst anpacken können und nicht nur auf andere verlassen und halt sich auch mal durchsetzen können. Also, dass man auch mal seine Meinung durchbringen kann, auch gegen Männer, die jetzt sagen, nee, das geht gar nicht, das haben wir schon immer so gemacht. Und auch, dass die Frau das mal selbst machen kann oder sagt, nee, wir machen das jetzt mal nach meiner Meinung. Und halt auch, dass man die Männer aus der ihren Domänen im Prinzip mal rausdrängt und sagt, nee, ich mache das jetzt. Ich kann das nämlich auch. Das klingt ein bisschen so, als ob du das schon erlebt hast. Ja, ein bisschen, weil der Weinbau war bis vor 10 Jahren hauptsächlich eine Männerdomäne. Es wird jetzt schon besser, also es wird immer mehr Frauen gehen auch in diese Berufe, also in diesen Beruf rein. Allerdings ist noch ein sehr großer Teil im Prinzip Männer. Mhm. Ja, ich glaube, da reden wir noch mal ein bisschen drüber, über das Thema. Aber erstmal die zweite Frage. Was brauchst du, um stark sein zu können? Oh, das ist meine Familie. Das ist immer ein sehr großer Rückhalt. Sie gehen mir manchmal auf die Nerven, aber ich liebe sie über alles. Das ist kennen wir ohne sie könnte ich nicht. Ja, meine Freunde auch oder halt einfach auch der Weinberg im Prinzip, weil ich glaube, ich könnte es nicht ohne das Ganze hier, also ohne unseren Betrieb. Ich wüsste nicht, wie es anders sein könnte. Also das ist so ein Rückhalt, den ich habe. Ich weiß, dass der ist da
Und das ist für mich schon einfach atemberaubend, dass ich halt einfach diesen Rückhalt schon von klein auf hatte, dass ich im Prinzip damit aufgewachsen bin. Das finde ich, das macht mich auch stark. Also das, weil ich schon im Prinzip von klein auf gearbeitet habe daheim. Ihr seid so eine richtige Winzerfamilie. Genau. Hast du Geschwister noch? Nein, ich bin ein Einzelkind. Okay. Das heißt, alles allein stemmen, auch nicht leicht, ne? Ja, das ist sehr schwer, weil wir sind, es gibt viele Bereiche in einem Weingut und es ist halt auch sehr viel, wo du im Prinzip schauen musst, wie du es organisieren kannst. Und durch die ganze Bürokratie ist es auch noch nicht so einfach manchmal. Mhm. Gut, ja. Die dritte Frage schnell, bevor wir ins Tiefere einsteigen. Wann wirst du schwach? Oh ja, manchmal, wenn es zu viel Arbeit dann irgendwann, dann denkst du, oh Gott, ich bin mal froh, wenn mal ein bisschen Ruhe ist, Ding. Aber leider kommt es fast gar nicht mehr, weil man ständig beschäftigt ist, ist immer wieder was Neues. Es gibt kein Ende, wie man so schön sagt. Mhm. Das ist halt schon anstrengend. Was jetzt eher so persönlich so eine Schwäche ist, ja, auch mal Süßkram oder sowas esse ich auch ganz gerne. Das ist halt, es gibt halt auch das Problem, es gibt eine Naschschublade. Das ist ein sehr großer Schwachpunkt. Ist aber auch Nervennahrung, ne? Ja, aber braucht man ja dann auch manchmal. Ja, vor allem, wenn mal die Eltern auch mal ihre Meinung durchsetzen wollen, da sind wir wieder. Es gibt immer mal Konflikte, aber das Schöne und was eine Familie ausmacht, die überwinden diese Konflikte. Mhm, mhm. Weil du gerade gesagt hast, es gibt eigentlich gar nicht mehr die Phasen, wo man mal runterkommt, habe ich mich gefragt, was ist jetzt eigentlich im Herbst zu tun im Weinberg? Wahrscheinlich ja. Das ist ja die Hochphase eigentlich, ne? Genau, ja. Das ist die Hochphase. Und was ist so generell im Jahr zu tun? Also im Januar, im März, im August, im Dezember? Ja, also jetzt im September ist halt die Hauptzeit, weil da ist die Weinlese. Das ist eigentlich fast der wichtigste Zeitpunkt im Jahr, weil die Trauben müssen geerntet werden und wir müssen halt schauen, dass die Trauben auch gesund sind und nicht halt verfaulen oder so etwas. Deswegen ist es eigentlich der stressigste Zeitpunkt und halt auch der wichtigste Zeitpunkt, damit halt die ideale Reife am besten im Prinzip erreicht wird von den Trauben. Dass man halt die passenden Trauben für das passende, also für das entsprechende Produkt erhalten kann. Und vor allem ist halt auch, da muss man auch immer das Wetter achten, weil man muss auch halt schauen, liest man heute oder liest man erst in 2 Tagen, weil man würde gern vielleicht erst in 2 Tagen lesen, weil die noch nicht 100%ig reif sind, aber morgen ist halt ein Gewitter angesagt und das ist halt nicht ideal. Dann sagen wir, okay, eigentlich würden wir erst in 2 Tagen gerne lesen, aber weil das Wetter halt nicht passend ist, müssen wir heute schon lesen. Das ist quasi wie ein Landwirt, der das Stroh reinholen muss, bevor das Gewitter kommt. Im Prinzip, der Weinbau ist auch ein landwirtschaftlicher Beruf. Mhm. Also wir sind wie die Landwirte im Prinzip auch wetterabhängig. Mhm. Deswegen, wir müssen mit der Natur arbeiten, wir leben von der Natur. Wie war denn das jetzt für euch dieses Jahr? Es war ja ein ziemlich extremer Sommer, sehr viel Hitze. Ja, das ist wenig Regen. Wie seid ihr damit klargekommen? Was macht ihr dann? Wir sind noch sehr bezogen auf die natürlichen Wasserressourcen. Also wir sind über jeden Regen froh, der kommt, solange er nicht so stark ist. Das heißt, ihr könnt nicht bewässern, das meinst du nicht, nee, leider nicht. Mhm. Also es wird auch viele bewässern auch schon, aber bei uns in der Gegend ist es leider nicht möglich, weil wir keinen Fluss wie den Main direkt vor der Haustür haben, wo wir im Prinzip Wasser ziehen können. Wobei man jetzt auch nicht weiß, wie es die nächsten 10 Jahre weitergeht, ob man überhaupt noch bewässern darf, weil das einfach der Grund ist, das Wasser wird immer knapper. Ja, klar. Und das beeinflusst natürlich auch Dinge, also die ganze Natur. Und dann sagen sie, das ist Weinbau oder so, Landwirtschaft ist nachrangig und ihr dürft nicht mehr bewässern. Mhm. Aber dann, wenn teilweise müsste man halt dann auch aufhören, weil die manche Weinberg sagen oder manche Rebsorten das nicht mehr schaffen würden. Aber zu der Frage von vorhin, wie der Ablauf im Prinzip vom Weinjahr aussieht. Also im Prinzip beginnt das Weinjahr im Winter. Da beginnt, also
draußen im Weinberg beginnt das erstmal mit dem Rebstockschneiden. Also da wird halt die Triebe gekürzt auf 2 Triebe meistens, je nachdem wie halt die Entscheidung vom Winzer ist, wird dann entsprechend die Rebstöcke geschnitten, werden dann die übrigen Triebe werden rausgeholt und dann wird dann im März, April, je nachdem wie das Wetter ist, wird dann angebunden und dann fangen die Trauben an zu, also die Rebstöcke fangen dann halt zu wachsen, Triebe zu bilden, die Blüten und da wird halt, man muss halt ausbrechen, die Triebe, wo man halt nicht möchte. Ist das oder so wie beim Tomaten, das Ausgeizen? Teilweise, also da, da werden Doppeltriebe entfernt, man muss, was einer der anstrengendsten Arbeiten ist, Füße ausbrechen. Das heißt, der Rebstock, also da, wir haben den Kopf oben und den möchten wir so erhalten, dass der so wächst, wie wir es wollen. Und die restlichen Triebe müssen entfernt werden, auch unten am Stamm. Aha. Die sind und natürlich sehr kräftig wahrscheinlich, ne? Oder? Je früher man die erwischt, umso einfacher ist es, aber ist es trotzdem eine sehr anstrengende Arbeit. Wir mussten jetzt im August, Ende Juli hatten wir nochmal einen Weinberg, weil die eine Rebfläche nicht so gut Füße ausgebrochen wurden und dann waren sie teilweise sehr hoch gewachsen und das war dann richtig anstrengend. Und dann halt im Prinzip Hauptzeit im Wein, mit Hauptzeit im Weinberg ist dann im Mai bis Juni, Juli, wo halt nach Pflanzenschutz betrieben wird, halt ausgebrochen wird, eingesteckt wird, weil Boden bearbeitet wird, halt, dass es den Trauben gut geht. Also die Trauben sind es ja noch nicht, also die ganzen Gescheine, dass man halt da keine Pilzkrankheiten reinbekommt und sowas. Und das ist halt, um dann später im September dann lesen zu können, muss halt da schon geschaut werden, dass da nichts reinkommt. Also dass da die 2 Hauptpilzkrankheiten, Oidium und Pero, also Peronospora, dass man die nicht in die Trauben bekommt später, da muss man halt aufpassen. Deswegen betreibt man auch den Pflanzenschutz. Im August ist dann meistens die Ruhe, wo der Rebstock zum Reifen braucht, vor der Weinlese. Allerdings ist dann beginnt dann halt auch die Arbeit schon im Keller. Du musst die Tanks vorbereiten für die Lese, du machst alles, schaust, dass alles sauber ist, dass du dann im September dann mit der Lese anfangen kannst. Und dann September beginnst dann halt mit der Traubenlese, machst du dann halt, nimmst du die Trauben an, presst sie, verarbeitest sie, dass die Gärung beginnt, dann läuft die Gärung, dann musst du halt schauen, dass da keine Weinfehler auftreten, dass das eine saubere Gärung ist. Dann, wenn die Gärung fertig ist, machst du Filtration, also stichst sie ab, dann schaust du, ob irgendwas aufgetreten ist, dann musst du eventuell was machen. Wobei meist, wenn alles gut läuft, ist es gekonntes Nichtstun, wie man so schön sagt. Dann lässt man den Wein einfach machen, aber das ist, man muss halt kontrollieren, dass kontrolliert es nichts tun, einfach dass man schaut, dass halt keine, also dass er keinen Böchse oder etwas erhält und probiert auch regelmäßig, hat er was. Das ist halt über den Verlauf der nächsten Monate schaut man eigentlich nach dem Wein, wie entwickelt er sich. Geht es in eine Richtung, die wir wollen? Geht es in eine Richtung, die wir nicht wollen? Bis hin dann kurz vor der Füllung wird dann geschaut, wie machen wir den Wein so, dass er dann füllfertig ist. Also ob in die Flasche kann. Genau. Mhm. Dann vielleicht muss er ein bisschen Säure weghaben oder braucht er noch ein bisschen Süße. Wobei wir schauen, dass der natürliche Rest Süße hat. Also machen wir viel mit Abstoppen. Und deswegen müssen wir halt schauen, dass der Wein auch sauber ist und so etwas. Weil natürliche Restsüße hat immer das Problem, also restsüße Weine, dass das, wenn irgendwie Bakterien oder sowas in den Wein kommen oder Hefen, dass im Extremfall am Ende in der Flasche eine zweite Gärung beginnt. Und das wollen wir nicht. Also Luisa, du hast mich jetzt nicht überzeugt mit dem Nichtstun, das glaube ich dir nicht so ganz. Du hast mich eher davon überzeugt, dass ihr das ganze Jahr davon zu tun habt. Und noch dazu kommt ja auch noch, ihr habt ja hier eine Gastronomie auch noch dabei. Ihr seid Direktvermarkter, das heißt, das ganze Thema
Absatz und so habt ihr ja auch noch, ne? Müsst ihr ja auch noch, also vom Etikettendesign wahrscheinlich bis zum Facebook-Auftritt muss ja da auch noch sein, ne? Genau, also das ist nicht nur im Prinzip den Wein machen, auch das Wein verkaufen. Ja, wir haben eine Gastronomie dabei, wir haben auch, was Sie jetzt noch nicht erwähnt haben, wir haben noch eine Brennerei dabei, das heißt, es wird dazwischen auch noch gebrannt, also das ist auch noch ein etwas zeitraubendes also Arbeit. Schnaps, bisschen hochprozentiger dann. Genau, also das ist so, wir machen Schnaps, also Brände, um genau zu sein, offiziell heißt es Destillate. Mhm. Die machen wir noch dazu und halt auch ein paar Liköre. Was wir auch mal versucht haben, war jetzt ein Gin, das war jetzt so bei eins unserer neuesten Projekte. Und es wird alles zusammen bei uns dann verkauft. Also wir haben bei uns die Direktvermarktung über unsere Vinothek oder halt über unsere Gastronomie. Wir sind auch noch in ein paar Restaurants in der Umgebung, sind wir ein bisschen vertreten. Und da müssen wir auch das ausliefern und halt die Weinbestellungen, die vielleicht noch so dazu kommen, ist alles noch. Und ja, auch Internetauftritt und was jetzt letztes Jahr dazugekommen ist bei uns. Wir haben jetzt seit neuestem auch ein Weinmotel. Das ist im Prinzip, wir haben 7 Zimmer bei uns und die haben wir mit Frühstück. Da ist auch schon morgens dann immer gleich was los, weil ab 7 Uhr gibt es dann bei uns Frühstück. Aha, okay. Jetzt haben wir schon gemerkt, du kennst dich sehr gut aus im Weinbau. Sag mal, was du für eine Ausbildung hast. Was machst du hier? Also Ausbildung habe ich 2 bzw. 3. Ich habe erst Industriekauffrau gelernt und anschließend dann noch meinen Weintechnologen gemacht. Und darauf aufbauend habe ich jetzt vor ein paar Monaten, also im Juli, meinen Weinbautechniker erfolgreich bestanden. Sehr erfolgreich, wenn es stimmt, was wir gehört haben. Ja, ich war die beste Weinbautechnikerin und die zweitbeste Weinbautechniker. Mhm. Okay, okay. Können wir vielleicht gleich mal fragen, weil wir haben jetzt das Thema Frauen. Wie viele Frauen und Männer waren in deinem Ausbildung? Also wir waren in 21 Leute in meiner Klasse und davon waren 6 Mädchen dabei und der Rest waren Jungs halt. Ist das immer so das Verhältnis oder? Das kommt drauf an. Also in meinem Jahr waren wir eigentlich noch eine relativ starke Gruppe von Mädchen. Jetzt unter mir, das wo jetzt in den Abschlussjahrgang kommt, sind nur 2 Mädchen bei 20 Leuten aktuell. Mhm. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viele jetzt beim neu dazugekommen sind, weil manchmal ist es eine 2-jährige Weiterbildung. Aber wenn du einen Wirtschaft davor hast, kannst du auch nur ein Jahr. Vielleicht kommen dann noch ein, zwei Leute dazu, aber die Tendenz ist eher dann, dass jemand Männliches dazu kommt. Wo hast du das gemacht? Weil ich glaube, so oft kann man das gar nicht machen, ne? So viele Stellen. Nein, es gibt offiziell 3 Stellen. Die 2 bekanntesten sind Weinbauschule, also die LWG Bayerische Landesanstalt in Pfalz-Züchheim oder halt, wo ich gemacht habe, die LVWO, das ist die im Prinzip die Baden-Württemberg in Weinsberg gelegene Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau. Mhm, okay. Genau. Also herzlichen Glückwunsch erstmal. Danke sehr. Und du hast diese Ausbildung ganz freiwillig gemacht oder spielt auch die Herkunft eine Rolle, also dass du Winzertochter bist? Bei mir spielt auf jeden Fall die Herkunft eine Rolle. Einfach, ich bin damit groß geworden und ich habe halt schon als kleines Kind bin ich mit raus in Weinberg gegangen oder mal beim Vater nebendran gesessen und habe halt zugeschaut, was er so gemacht hat. Allerdings, die Entscheidung, ob ich es mache oder nicht, lag ganz allein bei mir. Also mein Vater hat mir die Freiraum gelassen, ob ich denn das machen möchte oder nicht. Und warum hast du es gemacht? Also was ist das, wo du sagst, ja, was damit möchte ich mein Leben verbringen? Das ist eigentlich alles. Also es ist alles so spannend und interessant, was mich halt so eigentlich richtig besonders reizt oder was ich am Wein so besonders finde, ist, dass es niemals gleich ist. Also jedes Jahr, jeder Wein, selbst der gleiche Jahrgang, gleiche Rebsorte,
verschiedene Lagen kann komplett unterschiedlich sein. Oder auch selbst, wenn alles gleich ist, im Prinzip die gleiche Grundmaterial ist, aber im Keller halt ein bisschen anders da ausgebaut, es sind zwei verschiedene Weine. Und das finde ich halt das Spannende am Wein, weil es sind so viele Faktoren, wo du bearbeiten kannst und rumschrauben. Also schon auch Einfluss, wo du Einfluss ja, nehmen genau. kannst, wo du bist jetzt nicht kein, du bist kein Spielball des Schicksals, so als Winzer. Also du hast natürlich schon, wird es von der Natur und so etwas beeinflusst, vom Wein selbst im Prinzip, wie geht er denn durch und sowas. Aber du kannst an verschiedenen Stellen beeinflussen und dann mal schauen, was kommt denn raus. Also du kannst im Prinzip dieses Grundgerüst vorgeben, also in die Richtung möchte ich dich haben. Aber wie der dann am Ende wird, das liegt an dem Wein dann. Wie war das bei Luisas Premiere? Was wolltest du haben? Was wolltest du erreichen? Und hat das in deinen Augen gut funktioniert? Also mein Wein, das war so ein Versuchswein. Also ich hatte gerade meine Ausbildung zum Weintechnologen fertiggestellt und bin dann für ein halbes Jahr daheim im Prinzip eingestiegen und durfte gleich beim Herbst mitmachen. Und mein Vater hat mich gefragt, was ist denn mein Lieblingswein? Und das ist der Bacchus. Und dann hat er gesagt, okay, ich gebe dir jetzt diesen Tank und du darfst machen, was du damit möchtest. Und ich habe mich daran erinnert, was wir so mal in der Ausbildung ausprobiert hatten. Und zwar, wir hatten einen Wein, also selbes Grundmaterial, genommen und haben das in zwei Partien gesplittet und haben an sich mit verschiedenen Hefen ausprobiert, wie sich das da was ändert. Und ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe die gleiche Hefe genommen, also Gärhefe, damit halt die Gärung angeregt wird. Und habe aber diese zwei Tanks unterschiedliche Temperaturen genommen. Also der eine Tank war 2 Grad wärmer als der andere. Mhm. Und wollte halt mal wissen, was ist denn der Unterschied? Also wir machen im Prinzip nur 2 Grad, wie verändert sich das Aroma? Und wir haben es regelmäßig probiert und da haben wir gesagt, ja, das ist anders. Selbst nur 2 Grad macht komplett andere Aromatik in einem Wein. Also der eine Wein, der war extrem so exotisch fruchtig nach Mango oder so etwas hat er gerochen, wenn der andere eher so ein bisschen heimfruchtig, also so Apfel oder sowas in der Nase hatte. Und das fand mir so spannend. Und das wollte ich halt mal ausprobieren, wie sich das denn auswirkt. Also am Ende haben wir den zwar miteinander wieder verschnitten und haben dann daraus im Prinzip meine Premiere konzipiert. Einfach, wir haben diese zwei Aromatiken im Prinzip wieder zusammengelegt am Ende. Und du hast auf dem Weg auch noch ein bisschen was gelernt dann auch noch. Ja, also habe ich wieder gesehen, wie man einfach den Wein beeinflussen kann, dass er so viel Potenzial hat, so viele Möglichkeiten, was aus einem Wein werden kann. Das alles hört sich jetzt für mich sehr kreativ an auch, ne? Und Kreativität, unterstelle ich jetzt mal, ist schon eher den Frauen eigen. Trotzdem ist der Weinbau eine Männerdomäne. Warum? Ja, das liegt daran, es ist kreativ, ist notwendig, aber du musst bedenken, die Kreativität bringt nichts, wenn du nicht das Grundgerüst, also das Grundwissen hast. Und das war halt eher so ein bisschen Männersache, eher das so mal die Basics. Und wenn du das Grundgerüst hast, also das Praktische kannst, dann kannst du mit der Kreativität im Prinzip deine eigene Note in diesen Wein bringen. Und das Grundgerüst ist sehr kräftezehrend, oder? Teilweise. Du hast sehr viele anstrengende Arbeiten, wo du jetzt halt schon ein paar 50 Kilo mal tragen musst und es ist halt schon, sagen wir so, nicht ohne, ja. Ist nicht ohne und da ist schon halt die Kraft des Mannes doch teilweise von Vorteil. Mhm. Wobei durch ein paar Neuerungen ist es einfacher auch für Frauen im Prinzip geworden, im Prinzip sich selbstständig zu machen und halt auch sein im Prinzip eigenes Weingut aufzubauen. Allerdings ist es schon immer noch praktisch, mal einen starken Mann zur Hand zu haben, der mal was trägt. In vielen Bereichen. Wollte ich gerade sagen, ist nicht nur im Weinbau so. Es ist am besten also eigentlich eine Mischung. Ja. Du brauchst eigentlich alles. Du brauchst jemanden, der kräftig ist, der mal da was tragen kann, der anpackt. Du brauchst ein bisschen kreativ. Du musst aber auch buchhalterisch im Prinzip mit Zahlen umgehen können, weil
Es ist leider nicht nur das Schöne draußen im Weinberg oder im Keller, sondern du musst halt auch viel im Büro oder sowas arbeiten. Gibt es denn auch Vorbilderinnen? Wie sagt man, das? Vorbilder. Also weibliche Vorbilder für dich? Genau, mich auch, ja. Oh, das ist schwer zu sagen. Also nicht nur weiblich, also man hat ja auch viele, man hat eigentlich viele Vorbilder jetzt nicht nur weiblich, sondern auch generell auch von manchen männliche, weil es ist doch ein Berufsfeld, der doch relativ nah beieinander ist und da ist, kann man sich auch nicht nur von weiblichen, sondern auch von männlichen im Prinzip ein Vorbild nehmen. Allerdings, wir haben jetzt nicht so viele, bisher noch nicht so viele weibliche, die so richtig groß sind. Das ist, da müssen wir schauen, dass wir da noch ein paar mehr machen. Was hauptsächlich im Prinzip was als weibliche Vorbild nehmen können, ist, sind die Weinprinzessinnen und Weinköniginnen, also die Weinköniginnen aus, die im Prinzip die Anbaugebiete präsentieren. Aber das, was du machst, also nichts gegen Weinprinzessinnen, aber du bist ja die Frau, die mit anpackt. Die es echt kann, also die wirklich, also die Wein selber macht. Du bist ja nicht nur für die Repräsentation. So. Ja, wobei einige also was bei einer Weinprinzessin ausmacht, die hat einen Weinhintergrund. Entweder haben sie eine Ausbildung gemacht oder sie haben sind Tochter von einem Weingut, also Winzerstöchter. Mhm. Also müssen auch was wissen. Genau. Da gibt es die Weinkönigin wird gewählt. Also die werden Fragen gestellt über Wein und die müssen wirklich Ahnung haben, damit sie überhaupt Weinkönigin werden können. Ja, aber du weißt das auch alles. Du das hast jetzt deinen super Abschluss dahingelegt. Also da zweifelt auch keiner mehr. Ja. Und du wirst dann irgendwann auch mal ein eigenes Weingut haben. Genau, ich werde irgendwann mal das Weingut von meinen Eltern möchte ich übernehmen. Mhm. Weißt du schon, wann das sein wird? Die noch sind nicht, noch recht jung, ne? Aber noch nicht genau, aber ich wollte jetzt noch ein paar Jahre mal vielleicht meinen Horizont noch etwas erweitern, noch woanders ein bisschen arbeiten und anschließend will ich dann die nächsten 10 Jahre oder so mal, möchte ich da eben einsteigen und irgendwann komplett übernehmen. Du warst aber schon im Ausland, weil du jetzt sagst, Horizont erweitern, ja, das hast du schon, vorher schon gemacht. Ich war schon teilweise im Ausland, ich war ein halbes Jahr in Österreich und ich war ein halbes Jahr in Neuseeland. Und auch zum Weinbau. Genau, habe ich in einem Weingut gearbeitet und habe da verschiedene Sachen miterlebt, hauptsächlich halt die Weinlese, weil das ist im Prinzip fast das Spannendste, weil da entscheidet sich vieles im Prinzip, was man da, wie der Wein dann wird. Und dann, gut, ich muss sagen, in Neuseeland bin ich nochmal rumgereist und habe mir das Land angeschaut. Ist ja auch Bildung, ne? Genau, ein bisschen. Aber ich habe da auch, während ich das Land halt angeschaut habe, habe ich mir immer wieder die Zeit genommen und habe verschiedene Weine durchprobiert. Also ich habe mir immer wieder die Zeit genommen, habe Weingüter mal, bin ich mal reingefahren und habe mir 2-3 Weine mal probiert. Oder ich habe mir eine Weintour gebucht, wo ich mal 5 verschiedene Weingüter halt, was die so machen, wie die vielleicht was anderes machen oder auch, weil es ja auch jetzt so verändert, das Klima, welche Rebsorten haben sie denn? Vielleicht wäre das was für uns, vielleicht für in die Zukunft, weil die etwas hitzebeständiger sind oder ich habe mir halt die Welt schon ein bisschen angeschaut, aber ich war noch nie längerfristiger als jetzt daheim irgendwo mal beschäftigt und das wollte ich jetzt halt nochmal machen. Das ist. Willst du das jetzt gleich machen oder wie geht es jetzt für dich unmittelbar weiter? Welche Rolle hast du hier jetzt gerade? Ich bin daheim das Mädchen für alles im Prinzip. Also ich mache sowohl im Weinberg arbeite ich als auch im Keller oder in der Gastronomie oder im Weinverkauf. Ich bin oder im Hotel. Ich mache aktuell alles. Je nachdem, wo ich gerade gebraucht werde oder was gerade anfällt. Natürlich jetzt im September ist natürlich jetzt die Weinlese, da bin ich hauptsächlich in der Weinlese, also entweder draußen im Weinberg oder halt dann, wenn die Lese dann vorbei, also der Lese für den Tag vorbei ist, bin ich im Keller und arbeite da die Trauben auf und mache Most, leite die Gärung ein und sowas. Das ist natürlich jetzt die Hauptarbeit, aber an sich möchte ich jetzt demnächst halt so früh wie möglich bei einem anderen Betrieb anfangen. Wenn es geht, vielleicht noch im Rest des vom Herbst noch bei einem anderen Betrieb erleben,
mal schauen, wie es läuft. In der Region oder willst du dafür ausfliegen? Also ich möchte innerhalb von Deutschland oder Österreich bleiben. Also ich war mit Neuseeland schon mal in der Welt rumgereist. Deswegen, ich würde gern eher im deutschsprachigen Raum mal vielleicht ein bisschen bleiben. Mhm. Ob es jetzt direkt hier in der Umgebung ist, weiß ich noch nicht, aber die meisten Weinbaugebiete erreicht man ja innerhalb von ein paar Stunden und dadurch ist es schon sehr praktisch. Gut, was man dazu sagen muss, wir sind zwar Franken, aber wir brauchen eine Stunde nach Würzburg. Ja. Wir sind fast schneller in Mainz als in Würzburg. Ja. Mhm. Von den ganzen Arbeiten, die du jetzt so beschrieben hast, im Keller, im Weinberg, wie hieß der Raum, den du jetzt eben gezeigt hast, wo die Trauben abgefüllt werden? Das Kältehaus. Das Kältehaus, genau. Was machst du da am liebsten? Welche Tätigkeit findest du am besten? Oh ja, das ist schwer zu sagen. Es ist alles schön, also es macht alles Spaß. Ich glaube, eins der befriedigendsten, aber auch anstrengendsten Arbeiten ist dann, wenn du im Prinzip gefüllt hast. Also dann hast du deinen Wein fertig und du hast dein fertiges Produkt. Du weißt schon, was hast du alles schon geschafft. Dann hast du dein fertiges Produkt schon vor dir. Und das ist halt schon mal eine schöne Sache. Da hast du, das ist der fertige Wein. Mhm. Und wenn du dann fertig bist mit der Abfüllung, hast was in der Hand und das habe ich gemacht. Da ist man stolz. Genau. Mhm. Aber was auch halt schön ist, dann die Weinlese. Dann hast du im Prinzip auch wieder dieses Stück, wenn du dann die Trauben in der Hand hast, das habe ich im Sommer über gemacht. Da habe ich geschaut, dass ich diese schönen Trauben im Prinzip erhalten konnte. Und was ich halt da auch gern mache, ich schnasche gern meine Traube. Also ich muss sagen, meine Lieblingstrauben oder die Trauben, die ich eigentlich nur esse, sind, wenn ich sie direkt aus dem Weinberg pflücken kann. Sind die nicht sehr sauer? Nö. Nee. Also wenn die dann zur Lese sind, also wenn du diese liest, also ja, wenn er lese, dann sind sie eigentlich meistens so schön reif. Du merkst den Zucker schon, also die Öchsle, die so schön sind. Also je nachdem, wie reif sie sind, hat man dann 200 Gramm pro Liter Zucker. Kannst du dann haben. Also, das ist aber schon ordentlich. Ja, Trauben, Nina, Trauben. Ja, ja, ganz, ganz schlecht, ja. Diabetes, ganz schlecht. Ja, aber das ist ein Unterschied, ob es Kältertrauben oder Tafeltrauben sind. Die meisten Trauben, die jetzt zum Beispiel im Supermarkt oder sowas verkauft werden, sind sogenannte Tafeltrauben. Die erreichen meistens nicht unbedingt die Öchslegrade einer Kältertraube. Also die Kältertrauben haben meistens 20 bis 30 Öchse, teilweise sogar mehr als jetzt die... Zuckerschock. Und die Besten werden dann Federweiser. Na, leider. Also die Besten, das kommt immer drauf an, was man denn mag, aber... Federweiser darf man auch nicht zu viel machen, sonst hat man nichts mehr, was man ins Fass tun kann. Ne? Sagen wir es mal so, wir machen es so, wir lassen ein bisschen was einfach aus dem Fass raus. Und... irgendwann müssen wir halt sagen, okay, den Rest brauchen wir, der Rest wird dann durchgegoren. Und der wird nicht mehr als Federweise verkauft, aber der Federweise ist ja im Prinzip nichts anderes als in Gärung befindlicher Jungwein. Also dadurch verändert er sich auch so schnell. Also ich kann ihn heute Morgen probieren und da ist er noch super süß und heute Abend ist er schon nicht mehr so süß, weil der einfach... mitten in der Gärung ist. Vielleicht, ich möchte jetzt hier keinen Federweißer Werbepodcast draus machen, aber kleiner Tipp vom Profi, ne? Also worauf sollte ich achten, damit ich einen guten Federweißer daheim habe? Und wie lang dauert eigentlich die Saison? Oh, das kommt drauf an, wie der Herbst ist, wie lange die Saison dauert. Wenn es einen schneller Herbst gibt, weil es regnen soll oder sowas, oder die Trauben alle auf einmal reif sind, dann kann innerhalb von 2 bis 4 Wochen schon der Federweise im Prinzip fertig sein. Manchmal, wenn der Herbst sich lange zieht, also kann es auch mal 6 Wochen die Federweisezeit sein, aber die Federweisezeit erstreckt sich zwischen Mitte, Ende August, je nachdem, wenn man halt sehr frühreife Sorten hat, die wir jetzt nicht haben, die eigentlich speziell für Federweise angebaut wird, dass man den ersten Federweise hat, bis hin zu also aktuell eher Ende September, Anfang Oktober. Da endet meistens schon fast die Federweisezeit schon wieder. Also es ist sehr früh aktuell fertig. Früher ging die Federweisezeit mindestens bis Ende Oktober. Mhm. Aber dadurch, dass die
Zeit, also dass sich Weinlese sich immer weiter nach vorne verlegt und nicht mehr spät ist, also erst im Oktober anfängt im Prinzip, verlegt sich auch im Prinzip die Zeit für Federweise immer weiter nach vorne. Das war so mein Eindruck in den letzten Jahren, dass ich es irgendwie immer verpasst habe und dann dachte ich, das kann doch jetzt gar nicht sein. Das ist ja schon vorbei. Also, ja. Aber ja. Bin ich jetzt gut vorbereitet dieses Jahr. Genau, also wenn man Federweise trinken möchte, sollte man am besten im September schauen, dass man sich bei seinem Winzer des Vertrauens sich den Federweisen holt. Oder bei der Winzerin des Vertrauens. Genau. Also Monis Lieblingswein ist Federweißer, das haben wir jetzt schon gehört. Ich stehe auf Luisas Premiere, muss ich ganz ehrlich sagen, der schmeckt mir sehr gut. Was ist dein Lieblingswein? Wie gesagt, der Barros ist eigentlich einer meiner Lieblingsweine, einfach weil der eine sehr schöne Frucht hat. Also ich bin noch ein etwas halbtrockener Liebhaber, also ich trinke sehr gerne halbtrock oder liebliche Weine. Und der Bacchus, finde ich persönlich, schmeckt am besten, wenn er halbtrocken oder lieblich ist und halt eine sehr schöne Frucht hat. Mhm. Deswegen ist einer meiner Lieblingsweine. Aber es gibt natürlich auch andere Weine, die sehr schön sind. Zum Beispiel, was wir jetzt auch noch haben, wo ich auch sehr gerne trinke, ist ein Sauvignon Blanc. Der ist auch sehr schön fruchtig. Aber natürlich als Winzer darfst du dir nicht nur die Weine trinken, die dir am besten schmecken, sondern du probierst alles. Und dadurch eigentlich meine Weiterbildung zum Weinbautechniker habe ich auch ein bisschen die trockenen Weine lieb gefunden. Also da hat man sich dann auch schon im Prinzip angetrunken an diesen Weinen. Was habt ihr für Sorten außer Bacchus und Sauvignon Blanc? Oh, da haben wir eine große Auswahl. Wir haben unter anderem Riesling, der die meist angebauteste Rebsorte in Deutschland ist. Oh ja. Dann natürlich den Silvaner, der typisch für Franken ist, weil es ist ja der Slogan von Franken, Silvaner Heimat seit 1659. Das ist der Slogan von Franken. Und die promoten halt wirklich den Silvaner, weil das ist die Sorte, die in Franken wächst. Mhm. Also das ist mit die meist angebauteste Rebsorte von Franken. Wobei wir jetzt auch, es gibt nicht nur den einen Silvaner, wir haben jetzt zum Beispiel den normalen Silvaner sowie auch einen blauen Silvaner. Das ist eine etwas besondere Rebsorte, die wird nicht so häufig angebaut. Mhm. Genau, aber was wir auch noch haben, ist, ja, wie gesagt, der Riesling. Dann haben wir noch im Rotweinbereich einen Spätburgunder, eine Domina oder einen Schwarzriesling. Und im Weißwein auch noch der Weißburgunder, Grauburgunder. Dann haben wir noch, oh Gott, sind so viele. Vielleicht mal eine Frage zwischendrin. Wie groß ist eigentlich eure Anbaufläche und wie viele Flaschen Wein kommen da so pro Jahr rum ungefähr? Also Anbaufläche haben wir ungefähr 8 Hektar und Flaschen, das muss ich jetzt ehrlicherweise schätzen, so 100.000 schätzungsweise. Also das ist schon ein bisschen was, aber man hat ja auch, wir haben ja viele verschiedene Rebsorten und dadurch ist es halt auch schon, hat man eine große Auswahl, weil man kann ich nicht unbedingt nur mit einer Rebsorte, wobei manche Weingüter machen das, manche haben nur eine Rebsorte, aber dann ist man sehr spezialisiert, wir sind eher etwas breiter aufgestellt. Was trinken die Leute am liebsten? Oh, das ist unterschiedlich, es kommt manchmal auch ein bisschen auf den Typ drauf an. Also, was ich gemerkt habe, vor allem Frauen mögen sehr gerne den Rotling, weil er etwas halbtrocken ist, aber nicht nur Frauen. Also manchmal komme ich zu einem Gast hin, der hat, da komme ich zu 2 Leuten hin und hat der Mann bestellt einen Rotling, die Dame einen Weißburgunder. Also anders, als man vielleicht vermuten würde. Aber es ist, jeder hat so seinen eigenen Geschmack und die Leute probieren sich manchmal auch ein bisschen durch und sagen, das ist der, das ist mein Wein. Mhm. Und dann bestellen sie den auch dann wieder. Da sind wir ja schon so ein bisschen beim Thema Vorurteile. Frau und Mann. Frau und Mann. Hast du eigentlich in deinem Beruf auch manchmal diese Situation erlebt, dass du Vorurteilen gegenüberstandest oder dich damit konfrontiert gesehen hast? Also manchmal ja. Also manchmal, wenn du jetzt neu irgendwo hinkommst, wirst du manchmal als Frau angesehen, kann sie das, kann sie es nicht. Aber es ist schon, ich denke mal, wesentlich besser vielleicht als bei manch anderen Berufen, weil, wie gesagt, die letzten 10 Jahre wird die Anteil der Frauen immer größer und das ist schon besser geworden. Wobei manchmal immer noch bei manchen Arbeiten sagt,
kann das eine Frau? Oder das ist doch eigentlich eher Männerarbeit. Vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel Traktor fahren, ist es eher so, wird noch gedacht, das ist eher so Männertätigkeit. Kannst du Traktor fahren? Ich bin am Üben, gebe ich ganz ehrlich zu. Dadurch, dass ich meine erste Ausbildung war Weintechnologe und das ist halt eher Kellerarbeit, habe ich noch nicht so viel gemacht. Aber ich übe jederzeit immer, dass ich demnächst auch selbst dann die Weinberge im Prinzip abfahren kann. Okay, stark. Ja. Aber weißt du, du hast jetzt so viel uns erzählt, man muss nicht unbedingt Traktor fahren können, um eine starke Frau zu sein. Da passt auch noch, gehört noch einiges andere mehr dazu, von daher entspannt. Ja. Hast du denn noch andere Hobbys? Ja, ich schwimme sehr gerne und zwar in der Wasserwacht Alzenau bin ich dabei. Mache auch da mal am Wochenende manchmal Dienst am Meer auf See, dass halt niemand da was passiert. Zum Glück noch nie was bei mir passiert ist. Ich muss sagen, bin ich echt froh drum. Ja, ja. Genau, das soll auch so noch eine Weile bleiben. Und ja, und dann spiele ich noch Badminton bei uns drüben, also in Hörstein drüben. Genau, das sind so meine sportlichen Hobbys. Genau. Jetzt haben wir schon gehört, du möchtest deinen Horizont erweitern, nochmal innerhalb Deutschlands oder Österreichs Weinbau erleben, woanders. Ja. Was wäre so der Punkt, wo du stehen möchtest, sagen wir mal in 10 Jahren? In 10 Jahren würde ich gerne daheim eingestiegen sein, also und auch eigentlich schon übernommen haben. Also zu dem Zeitpunkt möchte ich schon ein paar Jahre mit meinem Vater zusammengearbeitet haben und eigentlich schon Hauptverantwortlicher sein. Oder? Hoffentlich erfährt er das jetzt nicht gerade hier aus dem Podcast. Na, das weiß er schon. Wir haben gesagt, bis er 60 ist, soll ich die Welt erkunden und mich meinen Horizont erweitern und dann steige ich daheim ein und dann wird er immer mehr Verantwortung auf mich abtreten. Das ist schon alles so geplant. Und freust dich? Ja. Auf beides wahrscheinlich, ne? Ja, wird eine schöne Zeit, denke ich, jetzt nochmal werden, die nächsten Jahre mal noch ein bisschen was anderes erleben. Und ich habe ja schon ein bisschen was im Prinzip daheim zusammengearbeitet, aber ich denke mal, es wird schon noch ein bisschen auch eine Erfahrung werden, wenn ich dann komplett daheim einsteige. Ja. Ja, du dann, also mir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass das alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Es ist wahrscheinlich auch sehr herausfordernd, so einen Betrieb dann zu übernehmen und auch gerade dieses Thema loslassen auch von der Elterngeneration und so, aber das kommt Zeit, kommt Lösung. Nee, also das ist wirklich so, du bist ja ein Selbstständiger, das heißt, die Arbeitszeiten sind nicht wie jetzt bei anderen Berufen von 7 bis 5 Uhr beschränkt, sondern du fängst halt teilweise morgens schon in der Weinlese vielleicht schon um 4 Uhr an, während du jetzt und arbeitest dann halt bis 10 Uhr oder so oder länger. Dass es dunkel wird. Genau, und teilweise auch länger, bis in die Nacht hier hinein. Also ich habe auch schon mal, auch in der Ausbildung schon in der Weinlese 12-Stunden-Schicht gehabt. Also das ist nicht so, dass du sagst, ich habe 9 Stunden Arbeit und dann habe ich frei, sondern du bist immer dabei. Das heißt, du bist von montags bis sonntags eigentlich musst du was machen. Also dadurch, wir machen hauptsächlich in Weinberg von Montag bis Freitag was. Allerdings haben wir ja noch von Donnerstag bis Sonntag unsere Weinstube geöffnet. Das heißt, dann geht es da weiter. Das heißt, du hast halt an sich keinen wirklichen Freiraum, weil du immer was machen musst. Und das geht halt das ganze Jahr. Das ist halt doch schon sehr anstrengend, aber das ist das Leben eines Selbstständigen. Das geht nicht nur mir so, es geht eigentlich vielen Selbstständigen so, dass du halt wirklich 24/7 entweder erreichbar bist oder halt was zu tun hast. Und das ist halt ein Punkt, was halt sehr anstrengend ist und aber was halt auch als eine Belohnung fast ist. Du hast halt, das habe ich geschafft. Und das habe ich alles gemacht. Das ist halt schon richtig schön. Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, darauf trinken wir jetzt noch einen Schluck Luisas Premiere und bedanken uns, dass wir hier bei dir sein durften. Ich bedanke mich, dass ihr gekommen seid. Danke dir, Luisa, und alles Gute. Zum Wohl. Zum Wohl.